Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen, ich hätte es beinahe vergessen, zur Celebration Wochen an Tag 5 und somit auch am letzten Tag. Ich hatte im letzten Video oder davor, weiß ich jetzt gar nicht, schon gesagt, ich werde natürlich noch weitere Projekte mit den Celebration Produkten machen, aber nicht mehr eine Woche lang. Ich bin sowieso gespannt, wie diese Woche angekommen ist. Wir arbeiten heute mit den süßen Nilpferden. Die Karte hatte ich euch gezeigt in meinem Auspackvideo und es wurde sich gewünscht, dass ich ein Video darüber mache. Dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Ich habe schon so diese kleinen Teile, die habe ich alle schon ausgestanzt und auch zwei der Nilpferde koloriert. Das dritte zeige ich euch gleich. Wir haben hier diesmal gar nicht viel Material. Wir haben eine Kartenbasis in 10,5 x 29. Also ich habe sie hochkant diesmal. Dann haben wir ein Stück Designerpapier in 14 x 10 und das Weiße da drauf ist 13,5 x 9,5. Und diese grünen Stücke, wo die Nilpferde draufstellen, die sind jeweils 7 x 3. Und der Rest ist Deko. Also, die Hippos findet ihr zum einen erstmal, hier ist das Stempelset. Hippe Grüße. Und die Stanzformen dazu schauen so aus. Und ich habe mir jetzt schon mal die Blumen, diesen Grasbüschel, die Herzen und zwei Teile in Grün hatte ich mir doch auch schon. Ah, da sind sie. Also zwei habe ich schon ausgestanzt. Das dritte müssen wir dann gleich noch. Das heißt, wir brauchen diese lange Stanzform nochmal. Und eine Stanzform brauchen wir noch. Die ist es nicht. Dann ist es diese. Jawohl. Heißt, die beiden brauchen wir noch. Und das Stempelset und auch die Stanzform kommen natürlich aus der Celebration-Broschüre gleich am Anfang. Das sind zwei Prämien je 60 Euro. Und wenn ihr eine Bestellung aufgebt für 120, könnt ihr euch das schenken lassen. Alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die blende ich hier ein. Ansonsten ist unten der Link in der Infobox. Und ihr könnt auch nach wie vor alle Produkte bei mir bestellen. Und euch natürlich auch gerne melden, wenn ihr Fragen habt. Wir legen los. Wir haben nur ein Falzmaß heute. Und zwar falzen wir das Ganze an der langen Seite bei 14,5. Und das war's dann auch schon. Mehr brauchen wir heute nicht falzen. Darauf kommt das Designerpapier. Das ist jetzt das Designerpapier in den neuen In-Color-Farben. Das hier, In-Color-Farben 2022 bis 2024. Das findet ihr im Jahreskatalog. Das kleben wir uns auf jeden Fall schon mal auf. Dann ist das schon mal weg. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Jeden Tag ein Video. 5 Tage lang. Und glaubt es mir, die Woche war echt anstrengend. So. Zack, Designerpapier drauf. Das kann an die Seite. Ich habe mir hier jetzt den dritten, ich will mal Hippo sagen, das dritte Nilpferd, schon einmal mit Memento Schwarz aufgestempelt, denn wir kolorieren mit den Alkoholmarkern.
Und ich habe jetzt für das Nilpferd an sich die Farbe Schiefergrau genommen. Einmal in dunkel, einmal im hell. Die kommen ja immer im Kombipack. Dann habe ich hier noch Blütenrosa für die Wangen. Und bei der, das eine Nilpferd hat ja eine Blüte in der Hand. Da habe ich Heideblüte genommen. Und dieses hier hat ja dieses Röckchen an. Nein, Tütü nennt man das, glaube ich, oder? Ja, das Tütü. Dafür habe ich Heideblüte genommen. Ist doch Heideblüte, ja. Deshalb liegen die hier auch noch. Wir fangen aber erst einmal mit Schiefergrau an. Dafür ziehe ich euch einmal näher ran. Obwohl ich eigentlich gar nichts Wildes mache. Ich fange jetzt mit dem Hellen an. Ja doch, ist der Helle. Und mal dem jungen Mann hier, gucken, dass ich im Bild bleibe, erstmal den Bauch an. Dann gehen wir rüber Also wie gesagt, ich mache da jetzt keine große Wissenschaft raus. Ich male die wirklich einfach nur an. Dann nehmen wir den dunklen, beziehungsweise wir nehmen uns erst Blütenrosa. Welchen habe ich denn jetzt? Den dunklen. Die feine Spitze. Nicht aus dem Bild rutschen. Und wenn wir den schon mal in der Hand haben, können wir ihm auch schon mal hier ein bisschen die Wangen anmalen. Und jetzt nehmen wir Schiefergrau dunkel. Das Schöne ist ja bei den Alkoholmarkern, dass wir da keine Streifenbildung haben, so wie bei Filzstiften. Ah, da habe ich drüber gemalt, ist nicht so schlimm. So, das Gesicht noch, beziehungsweise den Kopf. Und das war's dann schon. Mehr mache ich da gar nicht. So schaut er jetzt aus. Wenn das gleich trocken ist, sieht das noch wieder ein bisschen anders aus. Aber mehr mache ich mit den Nilpferden nicht. Aber kolorieren ist ja auch nicht meine Stärke. So, ich werde mir das Nilpferd ausstanzen. Und dann mit der langen Stanzform mein Stück in 7x3 nehmen. Das werde ich mir hier oben an die Kante legen und dann einfach durchkurbeln. Und was wir auch noch machen müssen, unseren Aufleger prägen. Und ich hatte bei meinem Muster, hier, hatte ich die Prägeform Karo-Muster genommen. Ich nehme jetzt das Mauerwerk. Ich liebe diese Prägeform. Und präge mir das einmal. Also prägen, stanzen und stanzen. Und dann bauen wir die Karte gleich zusammen und dann sind wir auch schon fertig. So, meine Lieben, ich habe geprägt, den letzten Rest ausgestanzt. Was mir aber gerade noch eingefallen ist, wir müssen noch einmal stempeln. Und zwar nehme ich den Spruch aus dem Stempelset mit den Nilpferden, hippe Grüße. Du bist Spitze, nehme ich mir da jetzt raus, beziehungsweise habe ich mir schon rausgenommen. Der ist schön klein und dürfte dann auch gleich in unsere Lücke passen. Das sieht gut aus.
Sieht auch schön mittig aus. Und dann nehme ich jetzt nicht extra das Schneidebrett, sondern schneide mir den einfach Pi mal Auge ab. Zack. Und dann können wir jetzt kleben. Und zwar klebe ich mir das Ganze jetzt erst einmal auf die Grundkarte. Dann nehmen wir die grünen, legen die erst einmal auf. Also ich habe mir das wirklich ein paar Mal wirklich erst hingelegt, bevor ich es geklebt habe. Im Übrigen ist die Kartenidee an sich nicht von mir, sondern wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr die schon gesehen in der Celebration-Broschüre. Ich habe sie jetzt nur ein bisschen anders gestaltet von den Farben her. So, und jetzt brauchen wir als erstes den, weil wir müssen nämlich jetzt hier oben schauen, dass der nicht drüber herguckt. Deshalb fange ich hier oben an und die grünen Elemente, die klebe ich mir nur unten an der Kante, also an der geraden Kante. Da mache ich ein bisschen Flüssigkleber hin. So, dass wir das gleich noch hochheben können. So, der bleibt jetzt mal da stehen. Hier kommt dieser hin. So, passt das? Wenn die grünen Elemente erstmal sitzen, dann wird es einfacher, hätte ich beinahe gesagt. Es ist jetzt an sich nicht schwer, aber wenn wir die zu hoch kleben, dann wird das schnell eng. So. Und dann können wir loslegen. Ich fange oben wieder an. Mit diesen Grasbüscheln. Da haben wir nämlich einen hier drunter. Dann kommt der Hippo. Ich sag schon wieder Hippo. Der kommt hier hin. Der hat dann noch zwei Grasbüschel. So etwas unterhalb. Ich spick hier zwischendurch auf meine Karte, die ich schon gemacht habe, weil die so viel Kleinteile hat. So, und da kommt das mittlere Blümchen hin. Und das große Herz. Da kommt ein Dimensional drunter. Ein Mini-Dimensional. Das trägt er in der Hand. Dann machen wir hier unten weiter. Und kleben uns hier jetzt erst das Nilpferd auf. Ich klebe das auch immer nur unten. Dann haben wir hier wieder ein Büschel. Der kommt hier jetzt aber noch dahinter. Und immer nur einen ganz kleinen Klecks Topo. Der kommt hier so ein bisschen drüber. Und die Mini-Blüte.
Und dann klebe ich mir jetzt hier meinen Spruch hin. Da ist er. Also ich klebe hier wirklich alles flach auf, bis auf den Spruch und das Herz. So, und der kommt nämlich jetzt hier dahin. Und dann können wir die junge Dame hier unten hinkleben. An sich keine schwere Arbeit, die Karte, oder kein schwieriges Projekt, aber es ist natürlich viel zum Ausstanzen und dann alles zusammenfügen. Der kommt hier noch hin. Im Übrigen habe ich hier die Farben Glutrot, Osterglocke, Farngrün und Olivgrün. Und das hier unten, das Designerpapier, das ist Nachtblau aus den Inkala-Farben. So, da noch hin und da kommt dann die große Blüte hin. Und da diese beiden Herzchen dann noch über waren, weil die Stanzform stanzt euch gleich 3 Stück auf einmal aus, habe ich mir das größere da noch hingesetzt. Und jetzt sehe ich, ich bin hier ein bisschen weit rüber gerutscht, das ist aber nicht schlimm. Das kleine Herz passt da auf jeden Fall noch hin. So, und das war es schon für heute. Wie gesagt, nicht kompliziert, aber dennoch aufwendig durch die ganzen Stanzteile. Und damit ist die Celebration-Woche um. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch haben die Projekte gefallen. Und ich wünsche euch jetzt, wie immer, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!